Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Unamüsiertabletten. Crunchgau ist hier wieder am Start mit FIFA 18. Wir haben mal heute die 4-4-2-Formation rausgeholt, um nur kurz aufzuklären, was ihr verpasst habt. Wir haben die jeweiligen linken Verteidiger gescoutet, haben aber nicht genug Geld über, um uns irgendeinen von denen zu gönnen. Deswegen sei es drum, müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Föhrenbach wird ja irgendwann gehen. Also vielleicht werden wir sogar einen der Stürmer mal verkaufen müssen, um gegebenenfalls dann doch nochmal Verstärkung für die linke Verteidigerposition zu bekommen. Vielleicht müssen wir aber auch einfach nur abwarten, was dann nächstes Jahr passiert, wenn wir dann entsprechend sagen, okay, wir haben hier noch die Möglichkeit, neues Budget zu bekommen. Dann gibt es eben auch entsprechend die neuen Verpflichtungen, die wir machen müssen. Und dann können wir uns immer noch irgendwelche Leute schnappen. Schauen wir aber mal. Wir sind jetzt derzeit gegen Fortuna Köln am Start. Ich werde jetzt mal ins Match reingehen und wir gucken einfach mal, was so passiert. Ich habe so ein bisschen was vorneweg übersprungen. War eigentlich auch überhaupt gar keine Absicht. Ich wollte eigentlich alles zeigen, aber meine Aufnahme hat zwischendurch einfach mal versagt. Und dann ist das halt so. Neu oder immer noch mit dabei sind Andrich und Michel. Ich glaube einfach, dass die eine ganze Menge richtig machen können. Bam, okay. Endlich wieder. Ach ja. Irgendwann wird es vorbei sein. So, endlich wieder Fußball, wollte er sagen. Endlich wieder dritte Liga. Fortuna Köln gegen Karlsruher SC könnte eine interessante Partie werden. Wir müssen einfach mal schauen. Die sind jetzt aktuell auf einem relativ unteren Tabellenplatz. Kriegen wir da eine Einblendung? Regie? Ja, danke. Fünf Punkte wir, drei Punkte die. Naja, also viel trennt uns jetzt nicht. Aber rein vom Papier her müsste es eine machbare Aufgabe sein, wenn wir hier das Zepter in die Hand nehmen. Ich habe umgestellt, 4-4-2 ist ja die andere Formation, die wir auch benutzen. Ich glaube, dass zwei Stürmer gerade einfach besser sind als einer, und mit Fink und Strohengel haben wir ja auch die Möglichkeit, da ein bisschen was zu zeigen. Müssen wir nur gucken, wie sich dann die Außen verhalten. Aber jetzt hier schon die erste Möglichkeit für den KSC, aber schlussendlich auch nichts, was jetzt irgendwas Zählbares herausgebracht hätte. Aber dann hat hier entsprechend der Spieler die erste Möglichkeit. Ja, hier der Ball rausgespielt. Jetzt wieder auf der linken Seite. Neuer Anlauf mit Michel. Bader. Oh. Mann, Herz gefasst. Hat er sich da was gezogen? Das sah komisch aus. Nee, hat sich vielleicht nur geärgert. Okay. Keine Verletzungsbenachrichtigung, dass hier ein Spieler im Popes ist. Ab, da hätten wir uns beinahe den Ball wieder erkämpft. Im Mittelfeld wird sich heute, denke ich, eine ganze Menge abspielen. Scheu. Und jetzt hat es geklappt. Der Ball rüber und ins Aus. Landet auf dem Tornetz. Keine großartige Sache. 93 Millionen sind geflossen. Paris Saint-Germain hat ausgegeben für Christian Eriksen. Gewechselt von Tottenham. Da fließen auch wieder Summen. Meine Güte. Abschlag Opov. Und das war's. Durch die Mitte. Was für ein bitteres Tor. Und was macht denn Fink da? Das weiß man nicht. Strohengel war diesmal der Vorbereiter. Durch die Mitte. Strohengel sich da durchgesetzt. Wollte schon das erste Mal einen Steilpass spielen. Ist noch hängen geblieben. Und dann findet er aber Fink, der da in der Mitte total frei steht. Und eigentlich aus dieser Entfernung und total frei überhaupt gar keine Mühe hat, den Ball links einzuschieben. Und da freut sich natürlich der Fink, was auch immer er da mit seinen Fingern macht. Anton Fink, zweites Tor, 34. Spielminute. Das muss natürlich Fortuna Köln erstmal verdauen. So, Anstoß Fortuna Köln nach dem Tor. Muslia
Und Fink. Mit Strohengel. Strohengel, immer noch Strohengel. Oh, vorbei. Gut angenommen, gut mitgenommen, sich durchgesetzt. Aber dann jetzt hier schlussendlich im Abschluss doch knapp vorbei. Aber eine gute Möglichkeit. Kann man nicht anders sagen. So, Ball weit rausgespielt. So, Michel. Bader mit dem Kopf. Erstmal ins Aus. Nachspielzeit ist am Laufen. Und der Ball ins Aus von Bender. Das ist aber auch eine Möglichkeit. So, hier Anton Fink nochmal. Ein Schuss, ein Tor. Hier sehen wir es nochmal. Freistehend, links unten abgeschlossen. Wundergut gemacht. Wundergut. It's a wundergut. Abstoß Uphoff. Links raus. Auf Michel. Immer noch Michel. Fürenbach. Fink! Drin! Kurz vor der Pause. Holt Fink ihn nochmal raus. Den Kopfball. Und da kann er sich zu Recht freuen, denn das Ding war super. Aber auch gut gemacht. Hier schon von Michel, der sich gut durchgesetzt hat. Der Schuss war schon erste Sahne. Und Fink köpft den Ball dann in die Ecke hinein. Hätte auch gut daneben gehen können. Aber Fink hier nochmal mit dem Kopf. Auch wenn ich glaube, dass er zuerst der Verteidiger am Kopfball war. Aber wunderschön. Und so gehen wir wahrscheinlich dann auch schon mit der 0-2-Führung in die Halbzeit. Anstoß Fortuna Köln. Raus auf die Seite. Ja, da sind die Fortuna Köln-Fans alles andere als erfreut. Denn sie liegen hier nach der ersten Hälfte schon mit 0-2 hinten. Und buhen hier ihre Spieler regelrecht aus. Ehrlich. Und aber umso erfreulicher für die mitgereisten KSC-Fans, die wir im Hintergrund sehen. 0-2. Damit geht's in die Pause. Das ist natürlich eine super, super, super Sache. Ich guck mal ganz kurz was in der Spieleinstellung nach. Ob man irgendwo visuell ID-Anzeige. Okay, Spielername, Spielernummer. Spieleranzeige, Namensleiste und Anzeige. Spieleranzeige, Namensleiste, Spieleranzeige. Ja, ich dachte, ich könnte es ein bisschen besser darstellen, damit ihr besser seht, wer welcher Spieler ist, aber... Und vor allen Dingen auch für mich in der Kommentationsfunktion ein bisschen leichter ist. Sei es drum, wir wissen es auch so ungefähr, wer unsere sind. Es wird ja dann auch angezeigt. So. Und es ist Andersen, der reingekommen ist hier ins Spiel. So, Bader. Und jetzt Muslia. Und Michel mit dem Kopf knapp vorbei am rechten Pfosten. Aber auch hier wieder super Möglichkeit. Und Michel ganz ohne Flachs. Einer der meiner Meinung nach besten Einkäufe für uns. Andrich natürlich auch stark, hat auch schon starke Szenen gehabt. Aber von Michel geht doch immer wieder eine Gefahr aus. Und zwar eine sehr reelle. Hofmann rüber wieder auf die rechte Seite. Fink Mimbala rettet da mit der Grätsche. 62. Spielminute. Ecke. Die Muslia reinbringt. Aber vergebens. Andrich. Gut geklärt. Rüber auf Fürenbach. Fürenbach. Ah, es ist zu eng. Hofmann. Immer noch zu eng. Das Spiel muss breiter gezogen werden. Andrich rüber auf die Seite. Fürenbach. Michel. Zieht den Spieler rum. Zieht den Spieler rum. Ist immer noch dran. Kann reinflanken auf Pockenborg. Pockenborg führt den Ball schnell aus. So, und jetzt hier weiter Ball.
Piso aufgepasst. Bader. Bader. Bader mit Muslia. Bader mit Muslia. Wieder Bader. Ah, der Ball reingezogen von Bader, aber das ist nicht sonderlich gefährlich. So, und jetzt hier Ernst auf der linken Seite. Michel verstolpert den Ball aber wieder. Das war zu überraschend, dass der da noch rankommt. Mandrich, weit zurückgelaufen. Weit zurückgelaufen hier. Bender mit Pazurek. Brandenburger. Ja, und Andrich jetzt hier wieder in der... Lücke, Scheu. Und Elfmeter. Elfmeter, weil Pissot da mit dem Bein doch ein bisschen rangeht. Und Pissot kann es nicht fassen. Und Muslia wird jetzt durch Çamoğlu ersetzt, um das ein bisschen defensiver anzugehen. Elfmeter ist natürlich nicht so schön. Und wir müssen uns mal eine sehr defensive Ausrichtung trauen. Verschossen. Verschossen vom Kölner. Michel gegen Lorenz. Nein, das sehe ich noch nicht ein. Da geht nämlich noch was. Oh, Michel ist auch eher ein Kopfball. Starker Typ in der Szene leider nicht mehr so. Ah, hier leider den Bein. Das Bein von Ernst dran. Aber weitergekämpft. Guter Mann. Foul, sagt der Linienrichter. Und dann pfeift er. Ja, jetzt können wir für Michel Wanicek bringen. Das ist eine okay. Das ist eine Möglichkeit, die geht. Der ist jetzt müde. Holen wir lieber noch ein paar frische Spieler rein. Und der Ball von den Kölnern. Weit rüber. Hofmann, Bülow. Jupp. Holen wir Bülow rein, der auch noch mal ein bisschen Defensivarbeit verrichten darf. Spielen den Ball weit raus. Ah, Bülow, der schon im Weg steht. Upov. Mit dem Ball kann der alles machen. Ach, und Bülow. Da ein bisschen unglücklich auch alles gemacht hier. Aber jetzt könnte es Bülows Zeit sein. Und jetzt kommen wir hier ein ums andere Mal ins Schwimmen. Aber das war gut gemacht. Çamoğlu, Abpfiff. 0-2 und die Kölner Fans sind immer noch nicht begeistert von dieser Spieleinlage und sicherlich auch nicht von dem verschossenen Elfmeter. Das ist eine bittere Zeit jetzt hier für die Kölner, die sich natürlich auch erhofft hatten, hier, wenn sie denn einen Sieg einfahren könnten, Punkte mitzunehmen, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen und auch wieder Aufwind zu kriegen. Aber der KSC, machen wir uns nichts vor, der braucht auch Aufwind. Der braucht einfach auch Aufwind. Und mit Fink 2 Tore, super gemacht und auch super von Strohhänge mitgespielt. 4-4-2-Prinzip funktioniert also auch. Ja, und was bleibt uns anderes zu sagen, als zu sagen, danke fürs Einschalten hier bei diesem Spiel. Das war natürlich eine Riesenleistung. So, betrachten wir nochmal nüchtern, was dann noch so in der Transfer- oder im Büro passiert. Wir sind kurz davor. Ja, Schleusener, bleib cool, auch du kommst wieder rein. Wir sind kurz davor, gegen Fortuna Düsseldorf zu spielen im DFB-Pokal. Das wird interessant werden, weil, ja, die sind stark. Da müssen wir mal gucken, ob wir da in der Runde 1 wirklich weit vorankommen. Das sehen wir aber beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Einschalten. Lasst den Daumen oben da. Empfiehlt uns weiter. Liked, was das Zeug hält. Drückt den Like-Button hart. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein. Ciao.